Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder Dinge unter dem Mikroskop. Also seid gespannt, bleibt dran und viel Spaß beim Zuschauen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute wieder Dinge unter dem Mikroskop. Und wir machen das heute wie letztes Mal. Ihr könnt erstmal raten und ich sage euch zum Schluss, um was es für ein Produkt sich handelt. Nun fangen wir damit an. Wie ihr seht, ist das Teil grün. Sehr faserig. Ja, so ein Stängel mit Haaren. Sieht jetzt auch nicht so sauber aus. Das ist auf jeden Fall ein Lebensmittel. Ja, sieht sehr interessant aus. Ja, und nun lösen wir auf. Und zwar ist es ein Pfefferminzblatt mit Stängel. Und habt ihr es gewusst? Nun kommen wir zum nächsten Produkt. Ja, ist ein bisschen schwieriger. So. Hat in der Mitte so ein Loch, so eine. Ja, also da, wo der Ast dran hängt. Eine hellblaue Haut mit einigen Poren. Ja, ich mache das Teil jetzt mal auf. Also ich schneide das Produkt jetzt mal auf. So sieht es im Inneren aus. Sehr feucht. Mit Kernen. Ja. Okay, und wisst ihr, was es ist? Es ist so eine Art Beere. Also ich weiß jetzt nicht, was genau das ist. Ich glaube Heidelbeere oder Heidelbeere oder so müsste das sein. Ja. Also eine handelsübliche Heidelbeere. Falls es was anderes ist, könnt ihr gerne unten in die Beschreibung packen. Vielleicht ist das doch was anderes, keine Ahnung. Übrigens, falls noch nicht geschehen, Abo da lassen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Solche Videos wie jetzt mit dem Mikroskop werden wohl häufiger jetzt kommen. Weil, wie ich sehe, gefällt euch das. Also machen wir damit auch weiter. Und nun machen wir auch weiter mit dem nächsten Produkt. Ja, das Rot, Orange, zum Teil Gelb, nach unten in Grün, ganz unten, ja, und ist gar nicht mal so einfach. Ja, ist keine Spinne, sondern das ist die Wurzel, oder ja, Wurzel würde ich das mal nennen. Jetzt gehe ich mal nach vorne. Da ist noch so ein Teil dran. Sieht auch sehr, sehr gruselig aus. Aber ist auch ein Produkt, was jeder schon gegessen hat. So, nun schneiden wir das Teil mal auf. Von innen sieht es dann so aus. Mal kurz scharf machen. Ja. Grün, saftig und gesund. Und wisst ihr, was es ist? Hier die Auflösung. Ein handelsüblicher Apfel. Da, wer das jetzt weiß, der ist sehr, sehr gut. Ist ein bisschen grün und hat jede Menge Haare. Ist auch sehr pelzig. Ja. Sieht natürlich richtig cool aus, sehr interessant vor allen Dingen. Ja, hier, das ist der Strunk. Hm. Und wisst ihr schon, was es ist? Ich glaube nicht. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber auch sehr interessant. Gut, ich schneide das Produkt mal auf. So sieht es von innen aus. Grün. Sehr viel von den schwarzen Dingern, also Kerne, so viel kann man ja sagen. Ja. So, sieht sehr gut aus, sehr schleimig, ist auch ein bisschen schleimig. Es ist süß, es ist eine Frucht und es ist
eine Kiwi. Nun kommen wir zu dem nächsten Produkt. Mal gespannt, ob ihr das erratet. Sieht nämlich auch sehr interessant aus. Übrigens, falls ihr mal Bock habt, dass ich mal einen Livestream mache mit der Kamera und dass ihr dann im Chat einfach so mitratet, dann schreibt unten in die Kommentare, ja, wir hätten da mal Bock drauf und dann überlege ich mir da mal so ein paar Produkte. Dann machen wir mal so einen Live-Chat und dann könnt ihr direkt im Live-Chat mitraten. So, das ist grün. Ja, so grün ist es eigentlich jetzt nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen viel Licht. Ich gehe mal mit dem Licht ein bisschen runter. Ja, da wird es zu dunkeln. Ja, hat ein paar Flecken. Nach unten hin wird es, glaube ich, fleckiger. Oder verändert sich eine Farbe? Ne, hat mehr so, mehr Flecken. Hier unten ist die Wurzel. Die Wurzel des Bösen. Ne, Quatsch. Ist auf jeden Fall was Gesundes wieder. Was auch jeder kennt. Jetzt gehen wir noch hoch zum Strunk. Der Strunk sieht dann so aus. Und wisst ihr was es ist? Noch nicht? Okay, ich schneide es jetzt mal auf. So sieht es von innen aus. Also sehr unspektakulär. Fruchtig. Hell. Hier in der Mitte sieht man noch so ein kleines Loch. Und wisst ihr was es ist? Und zwar eine Birne. Jetzt schauen wir uns mal was anderes mal an. Es ist jetzt kein Lebensmittel, aber ja, schaut einfach mal. Und dann zeige ich euch genau, was es ist. Es ist schwarz, hat einige Fasern. Sieht natürlich auch sehr cool aus. Bisschen glänzend. Ja. So. Und könnt ihr erraten, was es ist? Ganz einfach, mein Pulli. Ich dachte mir, probieren wir mal was anderes. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, ich lasse mir neue Dinge einfallen fürs nächste Video. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal und denkt dran, sonntags auf meinem Kanal werden Produkte getestet. Also auch da mal vorbeischauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.